dazu importieren wir überhaupt Rinder aus anderen Ländern, wo es doch in Österreich reichlich Produktion gibt und reichlich Rinder gibt. Warum importiert man die Tiere lebend, wenn man schon unbedingt glaubt, dass man das Fleisch europaweit handeln muss oder die tierischen Produkte, dann soll man doch bitte die Schlachtkörper oder das Fleisch transportieren und nicht die lebenden Tiere. Das ist eine einzige Tierquälerei. Also so soll es nicht weitergehen. Einen Transport, wie er in Europa, Mitteleuropa typisch ist. Ne? Kurzstreckentransport, Schlachttiere und kein Mensch kümmert sich um die. Wir haben gehabt angebundene Tiere und unangebundene Tiere in einem Abteil. Wir haben keinerlei Einstreu gehabt. Wir haben gehabt behornte und unbehornte in einem Abteil. Wir haben Trennwände, die nicht geeignet sind, die Tiere wirklich zu trennen, wo die Beine, die Extremitäten unten durchgestreckt werden können und eine eminente Verletzungsgefahr besteht. Avisiert wurde seitens von uns jetzt der zuständige Veterinär, der was jetzt bei der Entladung dabei ist, und nach Erfolg dessen, wenn das vonstatten gegangen ist, wird das Fahrzeug noch einmal übernommen von uns, wird dann zu der Kfz-Prüfstelle überstellt und wird noch einmal einer technischen Untersuchung unterzogen. Auf der anderen Seite, was wir gesehen haben, ist, wie die Behörde in der Steiermark arbeitet. Das ist sehr vorbildhaft. Die Kontrollen in der Steiermark sind recht intensiv, weshalb bekanntermaßen mittlerweile internationale Frechter mitunter einen großen Bogen um die Steiermark machen. Der nächste Schritt müsste sein, da auch in anderen Bundesländern verstärkte Kontrollen einzuleiten, beziehungsweise auch die Zusammenarbeit zwischen den Veterinärbehörden und der Polizei zu verstärken, also dass auch überall Amtsärzte mitfahren zu den Tiertransportkontrollen. Das wäre eine Forderung, die wir gerne stellen wollen.